gut, willkommen zu einem neuen Video, Leute, hier auf dem Kanal von Army, Leute. Und wie ich gesehen habe, Army ist in den Zombie-Apokalypse stecken geblieben. Und deswegen habe ich mir gedacht, wird Zeit, dass ich den Jungs mal ein bisschen helfe, oder? Deswegen, Leute, ich bin jetzt wieder hier da. Ja, Zombie-Apokalypse ist am Start. Ihr wollt bestimmt sehen, was Twan macht, wenn ein Zombie-Apokalypse da ist. Und was alles passiert. Ja, natürlich kein Problem, Leute. Als allererstes, wir müssen natürlich unser Geheimglauben, ja? Das ist ganz wichtig, Leute. Und was ihr machen müsst, ist ein Like und ein Abo da lassen, um nichts mehr hier zu verpassen, um mich zu helfen. Warte, wie geht das los? Ah, so, Leute, natürlich, wir sind hier. Unsere Waffen sind alle beleidigt, Leute. Und unbedingt die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, wenn die nächste Zombie-Folge von Amil kommt. Oder vielleicht eine zweite von Twan. Ja, wir wissen nicht, Leute. Ihr müsst es mit den Likes zeigen. So, das holen wir mit. Das holen wir mit. So, jetzt haben wir alles, Leute. Eigentlich alles Wichtige. So, wir gehen wieder zurück. Ah, so. Natürlich, ihr liest hier ein paar Zombies, Leute. Ich glaube auch, hier im Tempel ist vielleicht ein oder zwei. Ja, doch. Ich habe was gelochen und jetzt was gehüllen. Deswegen, Leute, wir dürfen hier niemals. Ah, gucke mal. Die sind in meine Wasserfalle. Geh wieder allein. Die Zombies denken, die hätten eine Songs, Leute. Die denken wirklich, die hätten eine Songs. Aber nein, die haben keine Songs gegen Twan, Leute. Wir machen erstmal schön alles hier langsam, ja? Wir gehen mal. Oh, ich ließe mehr ekelhafte Zombies, Leute. Das Wichtige ist hier, damit meine Jungs überleben können. Wir müssen viele Zombies kaputt machen. Oh, meine Autos alle hier. Ich muss sie eigentlich alle wegblingen. Oh, gucke mal hier. Gucke mal weg. Komm zu Twan. Komm. Bye. Put. Ah, da hört man Polizeifunk noch, hey, wie die sich alle jetzt evakuieren machen müssen. So, machen den weg. Setz dich hin. So, Leute, die Zombies sind für mich gar kein Problem hier. Ihr merkt schon, ja? Ich mach das ganz einfach hier, Leute. So, wir gucken mal ganz kurz. Oh nein. Oh nein. Da kommen so ein paar wieder. Ich liege hier eine große Horde, Leute. Wir müssen diese große Horde hier ein bisschen wegmachen. So, wir machen die langsam weg hier, Leute. Und was hilft bei einer großen Horde? Ganz genau. Oh, ich lese irgendwo was, Leute. Hier muss doch irgendwo was sein. Ah, hier hat irgendwer sauber gemacht. Ja, das muss der... Oh, Leute, ihr merkt ja, oh, die ganze Fliegen bei den ganzen toten Zombies, Leute. Es sind auf jeden Fall einige von den großen Horden übrig, die wir zerstören müssen, Leute. Weil sonst haben die Jungs noch weniger Songs. Und ich finde, Leute, wir sollten auf jeden Fall den Zombie-Apokalypse mit einem McLaren zu Plimidisten umfallen. Weil alle, die uns sehen, wissen, wir sind keine Smallspule. Ja! Leute, wir gucken mal, was in der Stadt hier los ist. Was eigentlich bei den Nachbarn? Ist hier nicht irgendwo so ein Vagus-Ding, Leute? Oh, hier sind wieder ein paar... Und hier müssen doch die Vagos sein. Ja, oh, da hinten laufen. Oh, da sind doch die Vagos, oder? Ach, Vagos. So, wir gucken mal. Vielleicht haben die noch ein paar nette Sachen bei sich. Leute, wir wissen nicht, was im Ganglager drin ist, ne? So. Natürlich so ein Zombie-Apokalypse. Ist natürlich was Schlechtes, Leute. Aber für so einen Mann wie Mick, da kann doch was Gutes. Oh, nein, was wollen die denn? Oh, das sind sogar ein paar. Leute, es wird wieder Zeit. Meine Minigun. Oh, hinter mir kommen auch noch ein paar los, ne? Kein Problem, Leute. Oh. Au. Lass mein Popo in Ruhe. Okay, Leute. Ihr wollt so Ärger? Ihr wollt spielen? Kein Problem, meine Freunde. Twan ist genug Essen für euch alle da. So, wir machen mal ganz kurz hier die ganzen Smallspulen weg. So, mal ganz kurz hier. Aufmachen. Oh, Leute, guckt mal. Die haben ihr ganzes Geld hier gehortet. Die haben wohl gedacht, die könnten den Kopf von der Zombie-Apokalypse sich irgendwo weggehen und dann ein schönes Leben dort zu fühlen. Aber nein, Twan ist hier, hat sauber gemacht und wir haben unseren ersten Futsu gemacht, Leute. Seht ihr, in jeder Situation kann man auch was Gutes machen, ne? Deswegen, wenn alles kaputt geht, Twan kauft einfach. Oder wenn Zombie-Apokalypse ist, Twan klaut aus allen Gangs einfach ein bisschen Geld. So, warte mal, was mit der... Leute. Ein Zombie, der kann doch kein Computer betätigen, oder? Listig, ja, hab ich mir auch gedacht. Und deswegen, was ist eigentlich mit Polizei los, wenn wir Polizei auch alles voll Zombies ist? Wer hat denn Platten gemacht? Oh, Leute, ich wusste doch. Man kann mir dann natürlich nur einem Tullus vertrauen. Merkt ihr? Selbst McLaren Supreme, ein Smallspool-Auto, nur der Tullus ist der Wale. Deswegen, wir steigen kurz hier um auf Tullus. So, Entschuldigung. So, wo ist der hier? Oh, hier ist mein Bibi. Ich liebe mein Tullus. Oh mein Gott. So, was? Oh. Hey, ich hab das Gefühl, diese Zombies legen ihr Lilensick. Wir sind echt nichts lässt, Leute, hä? Egal, wir fallen mal weiter, Leute. Wir gucken mal an. Weil wenn Polizei alle kaputt sind, dann können die in Kopie nichts machen. Und ich kann vielleicht an den Computer ein bisschen was rumfussen. Deswegen würde ich mal sagen,
Wir müssen mal ganz kurz gucken hier bei PD, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, Polizei, Quan kommt vorbei. Und dieses Mal, ihr habt keine Songs. Ja, wie immer. So, wir gucken mal. Oh, zu schnell, zu schnell. Der Tunnel ist halt wieder zu schnell hier. Oh, ein Polizeiauto ist hier. Oh, Leute, wichtig, weil dann kann ich was hacken. Oh, wenn ich doch so mal... Wir haben bestimmt die ganzen Sacken hier drin versteckt. So, wir gucken mal. Ja, Hand zu fuck. Oh, perfekt. Zugangsdaten, Zip, alles. Okay, Leute, jetzt müssen wir nur an den Computer lang gehen. Oh, jawohl, so mag ich das doch. So mag ich das doch. So, wir holen mal ganz kurz unser Handy raus mit der ganzen Zeit. Wir haben so ein extra Hack, so Trojaner und so. So, wir machen jetzt Second hier Lüpa. So, da. Perfekt, Juan. Wow. Leute, ich hab. Über 1000 offene Fälle. Na, und einmal gelöst. Tuan hat jetzt eine weiße Weste, Leute. Tuan hat nie ein Verblissen gemacht. Aber Leute, guck mal, jetzt haben wir unser eigenes Nüchsen gemacht. Wir müssen den Jungs irgendwie helfen, ne? Wir müssen mal gucken. Max, sein Haus bestimmt voller Zombies. Weil Max, ich kenne Max, ne? Max ist kein Idiot. Max ist wahrscheinlich so ein sicher geblackt mit Paul Berger. Obwohl, wartet mal, er hat mir eine SMS ja geschrieben gehabt. Der ist noch im Urlaub. Oh, wir müssen ihm eine Vorbereitung machen, Leute. Wir müssen sein Haus sauber machen für Max. Und wir müssen eine kleine Vorbereitung machen, wenn er landet. Hä? Weil der wird ja nicht einfach so landen und dann easy peasy. Sondern wir müssen ein Auto besorgen für Max. Und blingen das... Oh, hey, aua, oh, Entschuldigung. Und wir blingen das dahin zu Max. Und dann, wenn er landet... Ich bereite ihm alles vor, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, Leute, wir sind Gummi bei Max. Oh mein Gott, das Haus sieht so übelst verflessen aus. Aber ich sehe keine... So ich ließ hier irgendwas, Leute. Oh, da unten sind ein paar Zombies. Ah, ich verstehe. Am Land, ihr wollt, dass Max mal hier runterkommt und einmal. Zack. Oh, die Armenier waren wohl hier. Die Armenier haben wohl gedacht, die können hier meinen Freund überfallen. Okay, weniger macht so viel Staub, Leute. So, wir machen erstmal alle Armenier jetzt hier weg. Bleib unten. Okay, wir haben die Armenier-Zombies haben wir erledigt. Okay, sehr gut. Oh, Leute, ich glaube, da hinten. Warte mal ganz kurz, wir müssen was checken, Leute. Wir müssen... Ist das hier zu offen? Oh nein, das ist solide. Sehr gut, Leute. Wir müssen wieder nach oben. Komm. Tuan, Splint. Ey, oh. So, Leute, wir müssen mal gucken. Ist hier noch irgendwo eine Zombie? In irgendeinem Maß? Okay, ne, hier ist keiner mehr. Sehr gut, Leute. Das war wichtig, dass wir das nachgucken. Okay, Leute, ich glaube, sein Haus müsste sauber sein. Das muss sein, egal ob Zombie-Apokalypse oder nicht. Nein, akzeptiert nicht. Okay, ist sauber. Okay, Leute, Max haben wir vorbereitet. So, jetzt müssen wir ein Auto für Max besorgen, Leute, damit wir ihn landet. Er hat sofort ein Auto, womit er sich in Sicherheit blinken kann. Oh, was soll ich machen? Ja, ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich für ein Auto besorge, Leute. Dafür müssen wir in Xenikos ganz kurz fallen. Und wir sehen uns gleich wieder. Oh, happy day, Twan ist... Weil ich kriege einen Anruf. Wer ist das? Amir. Hallo? Oh, hallo, Amir. Was los? Twan, die Zombies sind niemals Zombies, Mann. Ich bin hier gerade seit 2 Tagen am Überleben. Ich weiß wohl nicht, wurde abgezogen von irgendwelchen Fremden. Und jetzt einfach... Sei mal los! Okay, wo bist du gerade? Ich habe Miss Base aufgebaut in Sandy Shores. Was soll ich jetzt machen? Hast du Essen und Klinken? Ja, habe ich genug für einen weiteren Tag. Sehr gut, Amir. Hast du alles richtig gemacht? Hör mir zu. Du darfst nicht paniken, ja? Ich bin gleich ein bisschen auf Aufleim-Spur, aber du musst die Jungs finden. Ich rufe die ganze Zeit, ich weiß nicht, wo die sind, was soll ich machen? Pass auf, Amir, hör mir genau zu. Ich werde dich morgen anrufen. Und ich werde herausfinden, wo die Jungs sind. Ich gebe dir Standort zu Standort. Ich habe keine Zeit und keine Kapazität, um euch alle zu letten, ja? Also, ich vertraue mich auf dich, ja? Kannst du das schaffen? Ich glaube, ja. Verdammt, kannst du das schaffen? Ja, ich schaffe das. Ich rette die Jungs. Alles klar, Amir, sehr gut. Jetzt leg auf und behalte dich in Sicherheit, ja? Alles klar, Tuan. Tschüss. Tschüss. Oh, Leute, der arme Amir. Der ist gerade im Überleben alleine. Aber wo sind Lucy? Wo ist Max? Wo ist Paul Berger? Stani? Sue? Leute, ich werde das herausfinden müssen, aber... Das... Leute, wir müssen hier ein bisschen Slot einsammeln. Aber wir müssen herausfinden, wo die ganzen Jungs sind. Ich kann die nicht alle letten, Leute, weil ich muss herausfinden, was hat diese Zombie-Apokalypse geplagt? Warum ist die entstanden? Was wird weiterhin passieren? Oh, das holen wir ganz gut. So, das holen wir mit. So, das machen wir hier rein. Leute, ich werde ein bisschen Slot finden. Und dann, wir müssen das alles überbringen. Aber was unsere nächste Aufgabe sein wird, ist, herauszufinden, was hat das Ganze hier irgendwie losgemacht? Warum entstand diese Zombie-Apokalypse? Wir werden es herausfinden, Leute. Ja, Leute, ich habe genug Sachen eingesammelt. Ich werde jetzt einen Autolum bauen.
müssen was ich Max geben werde, wenn er landet. Denn Max ist der Einzige, der vom Ausland kommen wird. So, diese Galasse. Boah. Oh, oh gut, ist sie aufgegangen. So, Leute, wir müssen hier, habe ich gesammelt. Ja, und ich habe weitere Materialien gesammelt, um das ein Kampfauto zu machen. Wir werden hier auf jeden Fall was sehr, sehr Klasses draus machen, Leute. Seid ihr gespannt? Dann macht mal ganz kurz die Augen zu. 3, 2, 1. Und ihr dürft wieder Augen aufmachen. Oh, so, ich glaube, das ist Zombie-Beleid. Oder, Leute, was sagt ihr? So, ich fahre mal ganz kurz so ein bisschen zurück hier. So, wir müssen mal ganz kurz austesten. Ihr könnt mal sagen, das Auto müssen wir austesten. Hm, Anibulas vielleicht. Anibulas vielleicht, Leute, oder? Was denkt ihr? Oh, da habe ich richtig Bock drauf. So, mal gucken, was die Bulas so alles machen können gegen Tuan, oder, Leute? Da. Oh, oh, oh. Ah, so eine Bombe ist das also. So, wir gucken mal. Oh, Leute, die kann ich anders. Oh! Und BAM! Hallo, Bulas! Kannst du gerade zappen? Oh, so. So, fahr mal ein bisschen hier rüber. So, mal ganz kurz. Entschuldigung, hallo, zur Seite, Bulas! So, okay, Leute, wir gucken mal an. So, okay, das Auto ist schon mal zombiesicker. Huh? Das kann auf jeden Fall ein bisschen was kaputt machen. Hallo, guck mal, alle hier eine Linie machen. Ja, alle eine Linie machen. Ja, ja, genau. Komm. Put. Den Zombies kann man auf Fläche hauen. Oh, warte mal, ihr wolltet so haben. Kein Problem, ihr wolltet so haben, Bulas. Hoppa, mach mal hier langsam, meine Freunde. Tuan, machen alles kaputt, ist doch ganz normaler Tag. Ekelhafte, bah, Bulas, bah, mach ich gar nicht. Ich hasse euch alle. So, okay, ich würde mal sagen, Leute, glaubt ihr, Bulas haben auch ein bisschen was drin, so als, sagen wir mal, so wie Varus, so ein bisschen coole? Oh, hier ist ein Rückblick. So, ganz kurz hier, mach mal ein bisschen ruhig hier. Ja, so, perfekt, bleib liegen, ja? Sehr gut, gut, mein, er bleibe liegen. So, wir machen ganz kurz das Auto mal hier weg. Sehr gut. Oh, das ist ein Haus, Leute. Das ist ein Haus. So, mal gucken, was... Oh, hier sind noch Überlebende. So, weg mit euch. So, in Häusern. Ich mal ein bisschen gucken, was hier abgeht. So. Oh, die haben ja so Essenlagerung. Das muss ich... Warte, Leute. Das muss ich Army sliben. So, Essen bei Bulas Basis. Du kannst abholen kommen. Oh, guck mal. Da sind ein paar Zombies. Aber die können nicht durch die Tür, weil die sind zu dumm. Kommt rein, hallo! Ich muss jetzt irgendwie... So, ich glaube, mein 2-5 aus dem Weg... Ja, verdammten! Ah, Leute, wir müssen das wohl so erledigen. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Oh, Jackpot, noch mehr Geld! Sehr gut! So, machen wir mal hier. Oh! Bulas war doch immer so mal für irgendwas gut, Leute. Das musste doch mal sein. So, ich würde sagen, wir haben ganz gut Geld gemacht. So, aber, Leute. Oha, da kommen immer mehr. Wo habt ihr alle eben versteckt? So. Machen wir die Zombies mal ganz kurz hier klosse süß-sauer. So, Leute, das Auto hier haben wir aber nicht vergessen. Das war ja für Max, Leute. Listig. Deswegen, wir bringen das zu dem Flughafen hin. Ich habe ja meinen privaten Hangar. Und da würde ich am liebsten mal Max alles hin tun. Aber in der Zwischenzeit, wir können doch ein bisschen Spaß haben damit. Und jetzt pass auf. Und BAM! Guck mal, der kann fliegen. Kannst du auch fliegen? Und du, der lutscht nur weg, Leute. So, wir sind da gleich beim Flughafen. Und dann, wir haben ein eigenes Terminal. Wir tun unser Monsterschlag da vorne hin, Leute. Und dann, ich werde noch ein bisschen Spaß haben, bevor ich ins Leben muss, Leute. Wir müssen noch in Dings leiten. Human Labs. Dort entstehen noch immer irgendwelche Experimente. Und dort müssen wir wahrscheinlich finden, wie vielleicht das Gegenmittel oder die Ursache, was passieren ist. Und hier ist der... Oh mein Gott. Ah! Ja, das macht Tuan glücklich. So viele Zombies zum Überfallen, das macht Spaß! So, ich mach mal auch noch weg. Oha, der wird ein bisschen hochgeflacht. So, wir müssen jetzt hier reinkommen irgendwie. Ah, das müsste eigentlich leisten. So, diese Schlanke mit... Nicht mich aufhalten, was... Ey, was denkt ihr, die Schlanke kann mich aufhalten? So, da hinten ist mein Hangar, Leute. Da hinten habe ich noch ein paar Autos stehen. Das ist also, dass ich muss mir keine Sorge machen, wieder zurückzukommen. Und dann, wir fahren zu Human Labs, um herauszufinden, was hat diese Zombie-Apokalypse? Warum ist sie gekommen? Warum? Ich verstehe nicht. Ja, irgendwas muss er verursacht haben, warum das da ist. Oh, nein, meine Mitarbeiter von hier. Ja.
Okay, Max, deine Autos sind jetzt hier beleidigt. Sehr gut. So, das heißt, Max ist zum Asita, wenn Thorn kommt. Ich glaube, wir holen den mal mit, Leute. Wir holen mal den Zylon mit. Ich mag den. Mag den, ja? Wir wissen, klar, wir haben Bolide und so, aber ich hab Bock auf den Gladi hier. Leute. Immer Bugattis den haben. Sonst wirkt man als Smiles, wo man kein Bugatti nirgendwo drin hat. So, Leute. Jetzt fahren wir zu mein Lab. So, Leute, mal gucken, was wir herausfinden werden. Ob diese Menschheit was damit zu tun haben oder ob eine Krankheit vielleicht von Alien? Glaubt ihr, Alien könnten uns extra versorgt haben, um Planeten sauber zu machen, damit die Erde übernehmen können, Leute, oder? Das ist immer eine gute Frage, Leute. Wer eigentlich wird dahinter stecken tun? So, wir machen mal ganz kurz hier. Hallo, bitte einmal aufmachen. Juan ist da. Dankeschön. Oh, Leute. Jetzt, wir werden ein bisschen was herausfinden müssen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch noch Zombie geben. Oh. Da kommen jetzt schon zwei. Oh, Leute, wir können hier nicht zu laut sein. Nein, wir brauchen was anderes. Ja, eine Axt ist gut. So. Au. Aua. Au. 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 Aua. Der hat mich fast gebissen. So. Weg mit dem. Okay, Leute, wir gehen jetzt hier langsam rein. Glaubt ihr noch mehr Zombies sind da? Oh, da ist noch einer. So, weg mit dir. Naja, wir haben unsere große Pistole, die 50er mit. So, wir müssen gucken. Okay, hier ist keiner, Leute. Hier ist schon mal keiner, das ist schon mal gut. Oh nein, wurden Experimente. Guck mal, alles laus. Vielleicht haben die Doktoren Experimente gemacht. Wir wissen es noch nicht, Leute. Wir müssen jetzt mal ganz kurz was hier nachgucken. So, wo kann denn hier was sein? Analyse? Oh nein, Leute, hier ist alles leer. Die gelben Lister, die sind am Zimmern. Hier wurde doch ein bisschen irgendwas gemacht. Die sind auch ein bisschen an allem schuld. So, wir müssen... Nein, hier war das nicht, Leute. War das hier? Hier? Oh, dahinter geht's weiter, dahinter geht's weiter. So, wir gucken mal ganz kurz hier. Oh nein, egal, du lässt es. Pack mal auf! Geh doch. Oh, was ist das denn hier? Eine MP3. Tag Nummer 34. Unser Experiment hat nicht funktioniert. Die Aliens sind angekommen. Sie haben irgendwas in der Luft ausgeschüttet. Wir wissen nicht, was das war, aber die ersten Experimentversuche sind langsam am Durchdrehen. Sie sabbern die ganze Zeit und kratzen sich blutig. Wir brauchen unbedingt Hilfe. Was sollen wir anstellen? Oh nein! Ah! Oh. Aliens? Aliens. Irgendwas in der Luft gesplüht. Seitdem sind die... Oh nein, Leute. Ich glaube, ich hatte Lesk gehabt in meiner Theorie. Ich glaube, Aliens wollen kommen und haben die Menschen angesteckt mit einem Virus, was sie macht zu Zombies. Und jetzt wollen sie den Planet damit säubern. Wir müssen unbedingt das Gegengift finden, Leute. Aber wie ihr merkt, um das zu schaffen, Tuan kann nicht in der Stadt bleiben. Tuan muss... Oh, falsche Tür. Tuan muss irgendwie ins All hoch und die Aliens versuchen zu schnappen. Leute, ich muss zum Flughafen. Ich habe etwas vielleicht da, was helfen kann. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Sonst, meine Jungs, könnte auch was passieren, Leute. Wenn die Luft gesplüht wurde. Vielleicht war das am ersten Tag eine hohe Konzentration, die alle weggemacht hat. Aber wer sagt mir nicht, dass irgendwo was passieren kann mit meinen Jungs? Das werde ich nicht zulassen. Deswegen, wir schaffen das zusammen, Leute, ja? Ich hoffe auch auf eure Hilfe. Wenn wir das überstehen sollen, ihr müsst unbedingt Amir, Max und allen möglichen, jeder, der dieser Zombie-Apokalypse drin steckt. Ihr müsst in die Kommentare gehen und denen ganz viel Glück hoffen. So, mal ganz kurz hier. Ja, lasse. Auf. Nein, bin ich jetzt ausge... Na, verdammt, die ist noch nicht richtig auf. Ah, doch, die geht... Oh, das ist ein Zombie. Das sind ein paar... Nein. Oh mein Gott, Leute. Ihr seht, womit ich zu kämpfen habe. Ich werde das aber schaffen, Leute. Weil Twan schafft alles, oder? Ich glaube an euch, Leute. Oh, wenn ihr auch wollt, dass ich die Welt lette, dann lasst ein Like hier drauf. Schreibt mir in die Kommentare rein. Wem ich alles helfen muss zuerst, Leute. Wer muss unbedingt helfen? Und ihr müsst unbedingt Armin helfen, Leute, ja? Deswegen abonniert diesen Channel, Glocke aktivieren, um nichts mehr von diesen Folgen zu verpassen, Leute. Ich gehe jetzt hin und werde eine Ursache finden und eine Lösung für die Zombie-Ding. Und solange werden meine Freunde überleben, Leute. Helft ihnen! Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Twan!